allen am 22. April, Mittwoch. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen und ich stehe schon in aller Herrgottsfrühe hier unter einem meiner Lieblingsbäume. Das ist ein Boskop, ein echter Winterapfel und der hält dann total lange bis ins Frühjahr hinein. Und ich mag als Go-for-Peaceler den Boskop-Apfel total gerne. Aber ich mag auch Eis, Stracciatella-Eis total gerne. Dann war ich neulich einmal bei dem Boskop und habe gefragt, ob er mir auch eine Stracciatella-Kugel geben könnte. Aber Boskop kann nur Boskop. Boskop kann nicht Stracciatella. Und damit stehen wir schon mitten im Evangelium dieses heutigen Tages, was bei Johannes aufgeschrieben ist im 3. Kapitel. Und es geht mit dem 16. Vers los. Und dort heißt es nämlich, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt gerettet wird. Also, Boskop kann nur Boskop und Gott kann nur Gott. Und im Johannesbrief lesen wir zweimal, dass Gott die Liebe ist. Also, die Liebe kann nur lieben. Aber was ist das denn für eine Liebe? Weil dieses Wort Liebe wird ja auf so viele Beziehungen, auf so viele Dinge draufgeklebt und ist dadurch auch in den Schmutz gezogen worden. Und das, was es meint, wenn Gott die Liebe ist, das kapieren wir oft gar nicht mehr. Als ich heute Morgen darüber nachgedacht habe, da fiel mir Simon, der Pharisäer, ein, der Jesus mal zum Essen eingeladen hatte. Dann war da diese Sünderin, die die Füße Jesu mit ihren Tränen beweint und dann salbt. Und Simon, der hatte eine weiße Weste. Der hatte nichts falsch gemacht, der kannte alle Gebote und Verbote des Gesetzes so. Der brauchte Gott eigentlich gar nicht. Aber diese Sünderin, die brauchte Gott. Und dann sagt Jesus dem Simon, Simon, ich will dir was sagen. Da war ein Banker, der hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 1,5 Jahreseinkommen, der andere 2 Monatseinkommen. Und die konnten nichts zurückzahlen. Und was macht der Banker? Er erlässt alles. Damit macht Jesus klar, wer Gott ist, wer die Liebe ist. Die Liebe will dir einfach gut. Die Liebe erlässt dir einfach all deine Schuld. Und das können wir Menschen oft so wenig kapieren, weil wir leben ja in der Zeit von verschiedenen Viren. Es geht ja nicht nur um Corona, sondern es geht ja auch um K3D. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist das kleinkarierte Krämerdenken. Wir haben immer so ein kleinkariertes Denken. Wenn ich dem 1 Kilo Boskop gebe, dann brauche ich mindestens 2 Kilo Pflaumen. Und Gott würde sagen, wenn du mir 1 Kilo Boskop gibst, dann gebe ich dir einen Zentner Pflaumen. Also die Liebe, die will einfach gut dem anderen. Und das können wir oft gar nicht glauben. Wir denken immer, wenn wir irgendwas geschenkt bekommen, warum gibt er mir was? Der will doch wahrscheinlich irgendwas. Dass mir einfach so mal einmal jemand gut will, das können wir oft nicht glauben. Ich habe neulich einer Studentin, die jetzt in Corona-Zeiten ganz viel alleine in ihrer Wohnung sein muss, einfach einen Malkasten geschickt. Einfach nur so. Und gestern hat die mir wunderschöne Bilder zurückgeschickt. Ich habe mich so gefreut darüber und ich merkte, wie dieses einfach nur so unter uns lebte. Und gestern Abend bekam ich noch eine WhatsApp-Nachricht von einer Frau, der ich einmal helfen konnte, diesen Gott, der einfach nur so liebt, zu entdecken. Sie schickte mir ein Bild von einem gekreuzigten Jesus und sagt, immer wenn ich in das Gesicht dieses Jesus reinschaue, dann bin ich zutiefst berührt, weil er das einfach nur so für mich getan hat. Ich weiß noch gut, als ich einmal in eine Wallfahrtskirche reinkam, ich war mit einer Gruppe dort und nachts in die Kirche reinkam, da war ein Gekreuzigter auf einem ganz dunklen Altar. Und in der Nacht war nur sein Gesicht mit einem Spot angestrahlt. Und ich komme in die Kirche, weiß das nicht, schaue in dieses Gesicht, sehe blutunterlaufene Augen, sehe eine Tiefe, sehe eine Liebe, einfach nur so für mich. Das hat mich total tief getroffen. Gott, die Liebe, der sich einfach so für mich schenkt, der kann dich richten, der kann nur retten. Also, Boskop kann nur Boskop. Und Gott,
kann nur Gott, will sagen, die Liebe kann nur lieben. Und wir Menschen, die wir aus Liebe erschaffen sind, sind freiwillig auch dazu berufen, einfach nur so zu lieben. Also leben wir das heute, einfach nur so.